Hallo und guten Morgen, liebe Wanderfreunde. Hier ist Marco vom Kanalstrauß Wanderlust. Heute gehe ich hoch zur Halde Victoria. Die Tour ist etwa 12 Kilometer lang. Und wenn ihr wissen wollt, wie diese so ist, dann bleibt dran. Momentan laufe ich auf dem Köllerbach-Radweg. Der ist etwas eintönig. Ich hoffe, der Weg wird noch etwas besser. Zurzeit geht es hoch zur Halde Victoria. Bin jetzt schon außer Puste. Hoffe, ich bin bald oben. Jetzt bin ich am Abstieg der Halde Victoria und dann bin ich auch gleich schon wieder am Auto. Die Tour hat mir eigentlich gut gefallen, auch wenn ich auf breiten Wegen unterwegs war. Highlight der Tour war natürlich die Halde da oben mit der bombastischen Aussicht. Ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen hoch sowie über Kommentare sehr freuen. Also bis bald. Ciao, ciao.
Momentan laufe ich gerade auf dem Köllertal-Radweg. Das ist etwas eintönig, ist etwas langweilig. Hoffentlich der Weg. Momentan laufe ich auf dem Köllerrad. Momentan geht's hoch zur Halle. Halleluja. Jetzt bin ich am Abstieg von der Halde Victoria und dann bin ich auch gleich schon am Auto. Der Weg hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Jetzt bin ich gerade dabei, den Abstieg von der Halde Lydia in Angriff zu nehmen. Halde Lydia. Jetzt bin ich gerade am Abstieg von der Halde Victoria. Jetzt bin ich gerade am Abstieg der Halde Victoria und dann bin ich auch schon am Auto. Die Tour hat mir soweit gut gefallen. Der Weg hat leider nur fast breite Wege. Naja, gibt Schöneres. Aber Hauptsache, man ist draußen in der Natur. Und Highlight der